So, hallo liebe Leute, wir sind wieder da, Steffi und ich Sabine hinter der Kamera, Steffi vor der Kamera. Und heute habe ich für Steffi eine kleine Challenge vorbereitet. Heute habe ich ihr nämlich mal die Farben ausgesucht und mit dabei ist, tada, ihre Lieblingsfarbe Orange. Und bei der ganzen Geschichte wird sie uns vorstellen, wie man ganz easy peasy Zellen macht, und zwar mit dem Cellbase. Genau. Also Cellbase, also erstens mal Sabine, du weißt ja, Orange ist nicht meine Farbe, genauso wenig wie Gelb. Ich mag sie nicht. Also ich bin gespannt, ob es was wird, weil manchmal sind ja Farben so, dass sie dann nicht, ja, die spielen dann nicht mit mir. Aber wir werden sehen. Okay. Ich stelle mich deiner Herausforderung. Cellbase gibt es in 10 Farben. Cellbase ist eine, wie der Name schon sagt, Base ist eher ist die Grundierung. Das heißt, bedeutet, die Zellen kommen von unten nach oben. Cellbase ist immer der Grund, immer die Grundierung. Ja, man sieht eine zweite Farbe drüber. Das Ganz, heißt ganz. also, damit fange ich an und beschichte damit den Genau. Also Untergrund. das heißt, ich erkläre das jetzt. Ich habe auch aufgrund dessen, dass wir ein bisschen Zeit sparen, mein Resin schon angerührt. Ja, sonst hättet ihr zuschauen müssen, nicht 3 Minuten früher. Das glaube ich, kann inzwischen jeder. Also hier habe ich meine Becher vorbereitet. Ich arbeite mit Cellbase in Weiß. Ja, haben wir ja gezeigt. Das heißt, hier oben werde ich Cellbase Weiß verwenden. Ich mische das gleich mal an. Ein Stückchen rein. So. Also da wird Cellbase Weiß sein. Im unteren Teil werde ich Schwarz verwenden und werde nachher das Orange und das Gold in dieses Weiß hineinziehen. Von der Menge her muss man da genauso viel nehmen wie bei Pigmenten sonst auch. Bei Cellbase nehmen wir bitte ein bisschen mehr. Ich würde sagen, fast nicht das Doppelte, aber auf jeden Fall mehr, weil von den Pasten braucht man ja super, super wenig. Da würde ich sagen, man braucht ein bisschen mehr. Ich nehme hier auch noch ein bisschen Weiß. Also ich nehme nicht nur Cellbase Weiß, das ist ja so ein cremiges Weiß, sondern auch noch unser Titanweiß. Und vielleicht am Rand, wo ich gar keine Zellen möchte oder nicht so viele Zellen möchte, kann ich das praktisch zusätzlich auftragen. Das zeige ich euch. Ich kombiniere das ganz gern. Das ist im Übrigen meine Lieblingsfarbe, das Resitint Max Weiß. Mit dem, also die Pasten sind einfach super, die machen tolle Zellen. Genau. So, hier ist mein Schwarz. Ich könnte natürlich auch sagen, ich würde hier in 3 Teilen mit Cellbase arbeiten. Da hätte ich überall Zellen, aber das möchte ich gar nicht. Ich möchte wirklich unterschiedliche Zellen haben. Von dem Gold nehme ich nur ganz, ganz, ganz wenig. Das dient so ein bisschen als Highlight. Da habe ich persönlich jetzt ein bisschen zu viel Pulver genommen für die Farbe, da hätte für die Resinmischung, da hätte weniger gereicht. So. Das könnt ihr übrigens auch aufstreuen. So ganz feine Pulver kann man auch ins Resin streuen. Auch von dem Orange jetzt bitte nur ganz, ganz wenig nehmen. Bei den Pasten ist es auch so, dass die von der Konsistenz, die kleinen hier oft, diese Perleffekt-Pasten, dass die oft unterschiedliche Konsistenzen haben. Manche sind ein bisschen fester und manche sind ein bisschen dünnflüssiger, also mehr oder weniger pastös. Das hat eigentlich keinen Einfluss auf die Wirkungsweise. Das ist einfach eine Sache von der Farbe. Also die ist da mit weder schlechter noch besser. Ja? So, das müsste eigentlich fast ausreichen. Was ich hier nicht mache, ich mache in der Regel auch für meine Bilder eine Grundierung, dass das Resin besser rutscht, sag ich immer, oder dass man einfach besser reinblasen kann mit dem Föhn. Das mache ich jetzt hier nicht. Ja? So, ich gucke jetzt mal, ob mein Schwarz hier ausreicht. Ich fange mal mit dem Schwarz an. Ich habe jetzt meine Ränder nicht abgeklebt, bewusst, weil ich das Resin hier drüber laufen lassen möchte. Ja? Hier arbeite ich jetzt ausschließlich mit dem Spachtel. Kann man so ruhig drüber laufen. Ganz gut berechnet von der Menge. Manchmal weiß man nicht genau, exakt, also wie viel ich jetzt genau für diese Fläche, unabhängig natürlich von der Berechnungsformel, aber wie viel ich jetzt brauche für mein Bild.
So. Schaut einfach, dass die Kanten schön bedeckt sind. Mache ich ein bisschen schwarz, das nehme ich weg. So, jetzt nehme ich mal mein Weiß, das ich außen haben möchte, das Titanweiß, also nicht das Cell Base. Und gebe das mal so an den Rand. Das ist jetzt natürlich nur eine Idee, das kann jeder machen, wie er möchte nachher oder gestalten, ja. Ich vermische es dann auch ein bisschen. Das ist jetzt wieder das Cell-Base. Das ist das Cell-Base, genau. Ich brauche noch ein Tuch. Ein bisschen abzuputzen. Das kann man ruhig dann auch so ein bisschen das Weiß reinziehen. Aber das muss ja wirklich nur ganz dünn drauf, ne? Nicht so dick, nein. So, also ich gieße jetzt hier mal, es ist jetzt relativ statisch in der Mitte, das werden wir noch ändern nachher. Gieße ich mal in Orange. Hier seht ihr, am Rand ist es ein bisschen heller weiß. Da habe ich das Titanweiß genommen von Resident Max, weil ich hier weniger Zellen möchte. Ja? Ich ziehe jetzt über dieses Orange noch eine dünne Linie mit Gold. Da habe ich ein Pigmentpulver gemischt, und zwar das Resident Max Plus ins Resin. Und das ziehe ich jetzt hier auch noch drüber. So, und jetzt ist hier eins wichtig, ja. Erstens mal extrem wenig föhnen, ja. Und wir arbeiten nur mit dem Spachtel. Ne? Hier unten habe ich ganz normales, wie gesagt, schwarze Farbe oder schwarze Pigmentpaste mit Resin. Und hier ziehe ich jetzt den Spachtel über die Fläche mit dem Cell Base. Und zwar ganz flach und ganz lang, leicht und zart. So, und ihr seht wunderschön, wie die Zellen aufpoppen, ja? Ganz wichtig, das braucht auch Zeit, bis sich es entwickelt, ja? Also gebt dem immer ein bisschen Zeit. So. Und weniger ist mehr, ja? Das Gold zieht sich wunderschön hier über das Orange und gibt ein ganz tolles Geflecht. Was ich jetzt mache, damit es natürlich nicht alles nur so nach oben verteilt aussieht, könnt ihr jetzt natürlich auch unten ein Cell Base verwenden. Ich möchte ja aber ein bisschen was anderes noch machen. Das heißt, ich föhne jetzt tatsächlich nach unten ganz normal mein Resin. Ja? Sieht das nicht super aus? So. Und das war's schon, ja? Das ist alles. Und ihr habt ruckzuck ein Bild, ohne überhaupt viel können zu müssen. Ihr müsst nur einen Spachtel bedienen können. Ist schön geworden, oder? Ich habe natürlich gleich noch ein zweites gemacht dazu, mit ein bisschen Spray integriert. Ja, und jetzt ist an euch, macht es einfach mal nach. Oder mit anderen Farben. Ich freue mich auf eure Ergebnisse.